Mein Name ist Wolfgang Schmidt. 1991 habe ich mich mit der Firma Schmid Design selbstständig gemacht. Zu der Zeit habe ich hauptsächlich Logos und grafische Arbeiten aller Art gemacht. Später habe ich mich durch meine Leidenschaft den Rennsport auf Gestaltung von Rennfahrzeugen und Teamauftritten spezialisiert. Den Firmennamen habe ich Anfang dieses Jahr 2011 in Race Spirit geändert, um auch diese Leidenschaft auszudrücken. Wir haben seit über 15 Jahren unseren Hauptkunden BMW, aber arbeiten auch für andere Automobilhersteller wie Audi, Lamborghini und viele, viele kleine Teams, die wir aber nicht vergessen wollen und die uns mindestens so wichtig sind. Um unseren Kunden noch schnelleren und besseren Service bieten zu können, haben wir uns vor einigen Jahren entschlossen, eine eigene Digitaldruckmaschine zuzulegen. Unsere Servicepartner haben uns alle Richtung Roland dirigiert, weil sie zu der Zeit die technisch innovativsten Maschinen hatten. Wir haben uns dann entschlossen, die XC-540 zu kaufen, auch aus dem Grund, weil sie weiß drucken kann und schneiden und drucken in einem Arbeitsgang. In 2010 durften wir für BMW das 17. BMW Art Car in Folie umsetzen. Es war das erste Mal, dass ein Art Car nicht lackiert wurde, sondern im Digitaldruck dargestellt wurde. Jeff Koons war der Künstler. Er hat sehr anspruchsvolle Aufgaben an uns gestellt, vor allen Dingen 20 Pantone-Farben im CMYK-Modus darzustellen. Wir konnten schließlich und endlich nach mehreren Tests mit unserer eigenen Roland XC-540 mit Abstand besten Ergebnisse erzielen, sodass der Künstler Jeff Koons am Ende sehr, sehr zufrieden war. Wir wollen mit neuer Technik auch neue Märkte erschließen, unter anderem den historischen Motorsport oder historische Fahrzeuge für Museen rekonstruieren im Folienbereich. Roland gibt uns die Möglichkeit, mit einer Maschine, die jetzt auch metallische Farben drucken kann, diesen Bereich besser anzubieten. Somit haben wir neue Möglichkeiten, unseren Markt besser abzudecken.